Der Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich ist tot. Nach Angaben seines Managements ist er gestern zu Hause in Dresden unerwartet an Herzversagen gestorben. Seine Fans schätzten Emmerlich als vielfältigen Künstler, als Sänger, Moderator und Schauspieler. Sein sonorer Bass, der war bis zuletzt in Konzerten, Oper und auch im Fernsehen präsent. Noch am Sonntag war er bei der Aufzeichnung eines Weihnachtskonzerts dabei. Gunther Emmerlich wurde 79 Jahre alt. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.